Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Part der Pokémon Weiß Hardlock Challenge. Wir sind eigentlich immer noch in derselben Ausgangssituation wie beim letzten Mal. Wir haben Kyogre, Panferno und Staravia hier in Finneon Level 15 halt, ne? Reden wir nicht über das Finneon. Wir wollen heute den Ewigwald abschließen, beziehungsweise genau genommen wollen wir ihn ja erst anfangen. Aber wir haben ja eigentlich schon den östlichen Teil davon angefangen. Und jetzt müssen wir diesen dummen westlichen Teil machen und bin ehrlich, habe ich gar keinen Bock auf diesen dummen Wald. Wir wollen jetzt hier möglichst schnell die ganzen Trainer besiegen, weshalb ich in dem Part wahrscheinlich ein bisschen mehr speeden werde, könnte ich mir gut vorstellen. Mal schauen, ob das jetzt so auch der Fall sein wird. Und ich dachte mir, nehmen wir doch einfach mal ein Thema, was ihr vorgeschlagen habt. Und zwar kann bei einem Drogen Alkohol, weil der gute Press darüber sehr viel geredet hat. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber so viel reden kann, denn ich habe mit beiden nicht wirklich Erfahrung. Also mit Drogen überhaupt nicht. Mit Alkohol geht's so. Das Ding ist, primär habe ich halt nichts gegen beides. Also ich denke mal so, wer es macht, der soll es machen. Das ist ja seine Entscheidung, ne? Der Mensch. Freiheit, ne? Der Mensch darf machen, was er möchte. Ist erstmal so das Wichtigste, was wir hier festhalten sollten. Jeder Mensch kann machen, was er will. Das ist ja seine Entscheidung, was er mit seinem Leben anfängt. Ich kann dir nicht vorstellen, wie du dein Leben zu leben hast. Jetzt mal ganz im Ernst. Ach, sowieso das Behindertste. Irgendjemand vorzuschreiben, was er zu tun hat, ist Schwachsinn, kompletter Schwachsinn. Das ist sein Leben, nicht deins. Wenn er sich bis in den Tod frisst, frisst er sich bis in den Tod. Wenn er sich bis in den Tod magersüchtig macht, dann macht er sich bis in den Tod magersüchtig. Kannst ihm nicht vorschreiben. Es geht hier gerade um Vorschreiben. Du musst. Nicht du kannst, sondern du musst. Weil klar ist es natürlich nicht gesund, wenn man nichts isst oder zu viel isst und was weiß ich, fett wird wie sonst was und dünn wird wie sonst was oder so. Ich merke gerade, wir schweifen ein bisschen vom Thema, aber was soll's, das machen wir zu Ende. Es geht mir jetzt eigentlich primär darum, dass es halt einfach so ist, der Mensch soll so leben, wie er es möchte und das sollst du ihm nicht vorschreiben, wie er das zu tun hat, ne? Weil das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Jeder hat seinen eigenen Kopf. Hätten wir mehrere Gehirne, die in einem Raum leben würden, ne? Dann würde ich sagen, ja, okay, vielleicht solltest du dann doch schauen, wie du dein Leben lebst, aber wir sind jeder ein eigenständiges Individuum. Jeder macht das, wie er es möchte. Deshalb finde ich es auch schwer, was zu dem Thema zu sagen. Weil im Prinzip gehört das alles ja zu den eigenen Entscheidungen des Menschen. Natürlich sollte er aber gleichzeitig auch wissen, welche Auswirkungen es hat. Und ich denke, jeder weiß, wie Alkohol, Drogen, was weiß ich, sich auswirken können, insbesondere Drogen, Alkohol auch, aber ich denke mal, ne, die meisten sind halt eher sowas Biertrinker oder sowas. Da ist es jetzt nicht so extrem, aber es gibt halt, was gäbe es? Uiuiui. Och nö, Metang, dein Ernst. Metang, ist das dein scheiß Ernst? Ich glaube, der droppt sowieso am nächsten Dings. Aber ich würde sagen, wir wechseln mal schnell in Kyogre. Ja, also, kommen wir erstmal dazu, trinke ich denn was? Ich trinke eigentlich gar nichts. Ich mag Alkohol nicht, mir schmeckt es halt nicht, deshalb kann ich da auch... Es schmeckt mir einfach nicht, weiß nicht warum. Es ist mir einfach alles zu bitter. Deshalb versuche ich irgendwie, dass das weniger nach bitter schmeckt oder so, aber... Ich trinke kaum was, ich trinke kaum was. Drogen habe ich auch noch nie konsumiert, deshalb kann ich dazu auch echt wenig sagen. Bis auf halt die Geschichten, die man im Fernsehen und alles sowas sieht, aber... Den sollte man auch nicht immer Glauben schenken, weil die sind auch auf das Extremste dargestellt, ne? Also was weiß ich, es gibt ja so einen Haufen Serien, die sowas darstellen, beziehungsweise nicht direkt jetzt sowas, aber so irgendwelche Polizeiserien auf RTL, Sat.1, was weiß ich, Gott, wo die ganze Scheiße da kommt. Wo halt einfach irgendein scheiß Polizist ist und dann ist irgendwie ein Drogenabhängiger, ein Alkoholiker da und der macht irgendwelche Randale und so ein Rotz. Daher kennt man es vielleicht ein bisschen. Hallo Meloetta. Okay. Daher kennt man es auf jeden Fall ein bisschen, aber ansonsten, ja, habe ich nichts dagegen. Wenn man Alkohol trinken möchte, dann soll man es machen. Das hebt ja auch ein bisschen die Stimmung, die Dings, das Selbstbewusstsein etc. etc. Ich bin halt echt nicht so der Trinker, ne? Weil das Problem ist, ich öle sehr gerne durch Schwitzen. Ich öle durch Schwitzen sehr gut durch Alkohol. Einfach, ich bin es halt auch überhaupt nicht gewohnt, Alkohol zu trinken. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich mal wirklich betrunken wäre. Ich werde es wahrscheinlich bald herausfinden. Aber wie gesagt, jedem das seine, ne? Es ist,
Es ist halt, wie gesagt, purer Bullshit, irgendjemand irgendwas vorzuschreiben. Das kann man eigentlich auch auf jedes Thema anwenden. Weil am Ende hin ist es ja das Leben, was du lebst. Klar, du musst dir natürlich, ne, du musst dir im Klaren sein, nur wenn du betrunken bist, wer weiß, was du alles anstellst, wer weiß, was du alles ausplauderst, wer weiß, was du alles machst. Ne? Und du solltest dir bewusst sein, dass du potenziell sehr viel kotzt. Und ich hasse es zu kotzen. Ich denke mir immer, kotzen ist nicht so schlimm. Und denke mir auch immer, ja, wenn du krank bist, ist Kotzen eigentlich das wenigste. Schlimmer ist es nicht. Nur sobald du dann kotzt, dann denkst du, oh nein, bitte hör auf. Das denkst du aber eigentlich bei allem, wenn du krank bist. Aber bei Alkohol denke ich, boah, ich könnte es mir richtig kacke vorstellen. Vor allem, wenn du dann Blackout am nächsten Morgen hast. Oh, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Allein, boah, ich weiß noch, gestern Abend habe ich so überlegt, war ich heute in der Früh Gassi und ich bin auf Gottes Namen nicht drauf gekommen, ob ich oder mein Bruder Gassi war. Ich habe Ewigkeiten da gesessen und habe überlegt, war ich das jetzt oder war das am Tag davor, ne? Und ja, das, die ersten Zeichen von Alzheimer sind schon da. Nein, eigentlich nicht, aber ich hatte halt absolut keinen Plan mehr. Und dann dachte ich mir so, so stelle ich mir grob Alkoholkonsum vor. Das klingt jetzt dumm, aber ich glaube, man weiß, wie ich das meine. So stelle ich mir das Ganze dann grob vor, dass es so ein ganz komischer Zustand einfach ist, wo du dir denkst, what the fuck? Von das Schlimmste ist, oh, wenn dann Fotos gemacht werden und du dich dann und die dann vorgesetzt bekommst und dann merkst, oh mein Gott, was hast du alles für Scheiße gemacht, Hilfe. Ich glaube, das ist so das Allerschlimmste daran. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das richtig, oh. Das hat bei weitem nicht so viel Schaden gemacht, wie er hofft. Er trifft aber Gott sei Dank nicht so oft. Das reicht aber nicht aus. Bitte besieg mich nicht. Okay. Puh. Wir setzen mal Flügelschlag ein, um auf Nummer sicher zu gehen und heilen unser Panfern mal. Alter, das ist mir alles viel zu knapp. Das ist mir alles hier viel zu knapp. Und nein, ich möchte noch nicht meine Kumo-Milch verwenden, sondern eher meinen Supertrank. Aber ja. Alkohol, jeder das seine. Wenn man halt mein Bier trinkt, sage ich nicht. Man sollte nur nicht zu viel trinken, ne? Weil es gibt den Moment, wo du mit Alkoholkonsum lustig wirst. Dann kommt aber nämlich danach, wenn du weitermachst, kommt der Moment, wo du einfach nur noch peinlich bist. Und du solltest diese Grenze im besten Falle nicht überschreiten. Für dich ist es zwar lustig, anfangs für andere Betrunkene auch, aber für die Nüchternen, na, das kann ich aus Erfahrung sagen, dann ist der Moment gekommen, wo du denkst, oh mein Gott. Oh mein Gott, mit dem gehst du nachher nach Hause. Oh Gott, du hast gar keine Lust, bitte nicht. Nein, hör auf. Warum? Muss das denn wirklich sein? Und du dir einfach nur denkst, puh, erstmal ein YouTube-Video aufnehmen, ne? Also von ihm natürlich und das in sein Netz stellen, damit er das nie wieder macht. Nein, also das würde ich jetzt nicht machen. Wobei das schon ziemlich lustig wäre, muss ich sagen. Muss ich gestehen, wäre schon ziemlich lustig. Wäre schon sehr, sehr lustig. Aber wäre halt auch assi, ne? Wäre halt auch richtig assi. Aber man muss halt jetzt auch einfach mal festhalten, dass es halt einfach so, wie gesagt, jedem Menschen das Seine. Aber man sollte seine Grenzen kennen. Das ist das Wichtigste. Kenn deine Grenzen. Bei Drogen habe ich keine Ahnung. Also man hört halt nur immer, dass zu viel Drogenkonsum, ne, einen umbringt. Weshalb ich mir halt so denke, ja, einfach nicht Drogen nehmen und fertig. Weil das Ding ist halt, du kannst ja im Prinzip nur süchtig werden, wenn du damit anfängst. Das ist ja genauso wie mit Rauchen. Du kannst ja nur süchtig werden, wenn du damit anfängst. Wenn du nie damit anfängst, dann kannst du ja auch nicht süchtig werden. Wie soll denn das funktionieren? Es klingt eigentlich so einfach, aber es ist auch gleichzeitig so dumm, weil so einfach ist es nicht. Weil, was weiß ich, du wirst von Freunden irgendwie gezwungen, so einen Scheiß zu machen. Wo ich mir dann aber auch wieder denke, hast du so wenig Selbstbeherrschung, dass du das nicht... Oh, ein Glücksfall. Ja, das ist großartig. Wo ich mir dann immer denke, hast du so wenig, also wirklich so wenig Selbstbeherrschung, dass du nicht Nein sagen kannst. Obwohl du gar keinen Bock auf Rauchen, Drogen, was weiß ich hast. Ich meine, das Ding ist, ich will, also rauchen nicht, aber Drogen, irgend so eine ganz, ganz schwache Droge, würde ich schon mal einmal in meinem Leben ausprobieren. Und wenn da wirklich ganz, ganz schwachen Droge, meine ich auch wirklich ganz, ganz schwach. Könnte man natürlich sagen, Alkohol ist auch eine Droge, nee. Also jetzt, ne, also es ist schon eine Droge, aber nicht so in dem Fall, ne. Aber es wäre halt einfach, da kommt jetzt nämlich das Problem, es wäre interessant, das auszuprobieren und dann beginnt das süchtig werden. Das ist das Problem, weshalb ich mir dann gleichzeitig auch wieder denke, es einfach nicht zu probieren wäre vielleicht aber auch die clevere Wahl. Weil wie gesagt, wenn du es nicht ausprobierst, kannst du eigentlich auch nicht süchtig werden. Wäre mir jetzt zumindest neu, wenn es anders wäre. Sogar sehr, sehr neu.
Ja, das wäre ziemlich komisch. Aber naja. Ich bin ja auch nicht dadurch, dass ich mir dachte, hey, im Fernsehen lief Pokémon, ich bin jetzt Pokémon-süchtig. Nee, das dachte ich mir erst, nachdem ich mir 1 Million Spiele dazu gekauft habe. Dann habe ich mir gedacht, okay, eventuell. Nein, eine Sucht ist es auch nicht. Das kann man jetzt auch nicht sagen. Ist ja auch eine Freizeitbeschäftigung eher, die du dir ab und an mal gibst. Und so oft spiele ich jetzt tatsächlich auch nicht Pokémon. Ne? Das ist. Also wenn man denkt, ich würde viel Pokémon spielen, das stimmt tatsächlich gar nicht. Eigentlich spiele ich gar nicht so viel. Ich zum Beispiel so zum Durchspielen habe ich früher so oft gemacht. Holy shit, habe ich das oft gemacht. Aber jetzt momentan eigentlich nur zum Aufnehmen oder so. Und ansonsten gar nicht. Eventuell mal einen Hack. Den schon, weil den kennt man noch nicht, aber den Rest kennt man halt schon. So Randomizer sind auch nur interessant, wenn du halt wirklich aktiv nebenbei redest. Oder allgemein, wenn ich halt irgendwas zocke, dann habe ich sowieso immer was im Hintergrund. Aber naja. Wir wollten ja noch bei dem Alkohol-Drogen-Thema bleiben. Das ist also halt aber auch durchaus ein ernstes Thema, ne? Weil es haben ja viele auch dieses Problem, vor allem Jugendliche, ne? Da bin ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass ich bis jetzt noch nie wirklich auf den Geschmack von Alkohol in irgendeiner Form gekommen bin. Ich denke mir halt auch immer bei Bier oder so, nee, schmeckt alles scheiße. Jetzt habe ich dunkles Bier mal probiert. Das fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Was aber vor allem daran liegt, dass der Alkoholgeschmack sehr, sehr stark unterdrückt wird. Und der Geruch auch. Ich mag keinen Alkoholgeruch wirklich. Ich bin auch kein Freund von Alkoholgeschmack. Und dann denke ich mir immer, hast du eigentlich relativ gut. Hast du es eigentlich relativ gut getroffen, wenn du das nicht magst, ne, dann kann dir so ein Rotz gar nicht erst passieren. Dann kann es dir halt auch einfach nicht passieren, dass du irgendwie dich ins Koma säufst oder irgendwie so einen Rotz machst. Oder irgendwie einen ganz, ganz großen Scheiß, weil das passiert dir dann halt einfach nicht und fertig. Und wenn du es dann mal machst, dann wirst du es wahrscheinlich nicht nochmal machen, weil dir denkst, schmeckt eh scheiße und was danach passiert, willst du gar nicht wissen. Weil einfach alles danach nur scheiße ist. Sondern mir fällt gerade auf, ich hab mir doch eigentlich extra. Nein, nicht speichern. Ich habe mir doch extra Schutz gekauft. Kann das sein? Ich habe mir doch extra da. Ja. Nein, nicht dem. Oh, 7 Schutz. Na, geht doch. Weil ich meine nämlich, da unten war ein Item. Irgendwo hier. Okay, eins runter. Vielleicht ist es was Gutes. Ein Donnerstein, ja. Der könnte durchaus gut für Evoli sein. Oder Pikachu. Oder was entwickelt sich noch durch einen Donnerstein? Ich glaube, Zapplaleck hat sich noch durch Donnerstein entwickelt. Kann das sein? Hat sich Zapplaleck durch einen Donnerstein? Ich glaube schon. Ich bin mir aber unsicher. Oh, ein Ramaidon. Uiuiui. Das hat sehr viel Angriff. Da müssen wir aufpassen. Aber naja. Alkohol-Drogen-Thema. Wie gesagt, ich kann da echt nicht viel zu sagen. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Muss, wie gesagt, jeder das machen, was er für richtig hält. Ich finde es halt nur immer dumm, wenn man irgendwen zu irgendwas. Zu irgendwas zwingt. Okay, Ramaidon, das hast du gut predicted. Weil. Wenn er das nicht machen möchte, dann macht das halt nicht und Ende. Wo ist denn das Problem? Wenn man dann aber auch noch so dumm ist und auf so, du bist ein feiges Huhn oder du Pussy oder auf irgendwie so einen Rotz reagiert, dann muss ich sagen, dann bist du aber wirklich dumm. Weil dann hast du die schlechte Eigenschaft an dir, dass du keinen Dreck auf andere Meinungen geben kannst. Dann bist du so meinungsorientiert von anderen, dass es nicht mehr lustig ist. Das ist das einzig Gute an meiner Leck mich am Arsch Einstellung. Mir ist es halt auch komplett egal, was andere von mir halten. Und das zieht nämlich mit sich, dass wenn irgendjemand sagt, mach doch das und das, dass ich mir denke, du, also auch wenn du das willst, ist mir eigentlich relativ egal, wenn ich es nicht mache, mache ich es nicht, ne? Sehe ich halt in dem Moment auch meistens gar nicht ein. Weil es halt auch, es ist Schwachsinn. Es ist meiner Ansicht nach Schwachsinn. Aber wie gesagt, ist ein schwieriges Thema. Da könnt ihr mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen habt, weil es ist halt nun mal so, dass Menschen unterschiedliche Erfahrungen sammeln. Und vielleicht habt ihr auch schon ganz andere Geschichten mitbekommen. Da sind äußerst spannende Geschichten meistens immer dabei. Was heißt spannend? Eher dumme Geschichten, nenne ich sie jetzt mal. Dadurch, dass ich das sowas halt nie mache, kann ich darüber auch nicht wirklich was erzählen. Weil ich das nie wirklich mitbekommen habe. Ich bin auch zum Beispiel auch nicht so ein Party-Mensch überhaupt. Was ist ein Klammerband? Von dem Item habe ich ja noch nie in meinem Leben was gehört. Das Klammerattacken des Triggers für. Ah, okay. Mhm, okay. Aber zum Beispiel auf so Partys bin ich halt eigentlich nie. Ich bin auch überhaupt kein Party-Mensch. Weil ich weiß nicht. Es ist nicht so meins. Ich bin eher der ruhige Typ. Ich bin eher der, der vor seinem Laptop sitzt und dann da rumschreit.
Da bin ich in meinem Element dann drin. Aber so Partys, nee, ich weiß nicht. Es liegt vielleicht auch eher daran, dass die Menschen, mit denen ich umgeben bin, jetzt nicht so die Menschen sind, mit denen ich so wirklich krass gerne was mache. Es gibt halt so ein paar, mit denen ich immer sehr, sehr gerne was mache. Zum Beispiel war ich letztens mit meinem Kumpel in Infinity War drin, habe ich ja schon mal erzählt. Die mache ich immer sehr, sehr gerne was und mit ein paar anderen auch, aber irgend so einer Party, das sind mir auch ein bisschen zu viele Menschen, die ich dann auch, mit denen ich dann auch, es klingt so dumm, aber mit denen habe ich wirklich relativ wenig zu tun. Einfach weil ich verspüre einfach nicht den Drang, mit denen irgendwas zu tun. Weil zum Beispiel mit meinen Internetbekanntschaften verspüre ich eher den Drang, irgendwie Overwatch oder so zusammen zu spielen, als mit irgendwem im RL. Gut, da haben auch relativ wenig Overwatch, aber naja. Sowas wie LOL zum Beispiel hätten die, aber ich denke mir immer, eigentlich hast du gar keinen Bock, mit denen LOL zu spielen. Vor allem, ich wüsste auch nicht, über was ich mich mit denen unterhalten soll. Ich hätte absolut keinen Schimmer. Weil mit den anderen kann ich mich über jeden Bullshit unterhalten oder zur Not kannst du ja immer Pokémon zur Sprache bringen oder irgendeinen Rotz, der momentan aktiv im Internet so umhergeht. Und bei einem anderen denke ich mir halt so immer, wenn die das und das jetzt rausfinden, das wäre ein bisschen doof. Da muss er auch immer aufpassen, ne? Die wissen alle nicht, dass ich YouTube mache. Also bei mir wissen eigentlich nur mein Bruder weiß, dass ich YouTube mache. Und er hat das einfach random mitbekommen. Und ich habe es meiner Mama im Prinzip gesagt. Irgendwie ist es ein bisschen ironisch, dass er Man Daniel heißt. Und ich auch Daniel heiße und ich jetzt nicht genau weiß, wie ich gegen ihn spielen soll. Ach man, warum müsst ihr denn wo ihn genau haben? Okay, Spiegelcap. Ich habe halt absolut keine Ahnung, wie ich gegen ihn spielen soll. Weil das Ding ist, Flammrad macht, glaube ich, so viel Schaden, dass ein Konter ausreicht. Spiegelcap, ja klar. Ich habe zwar gerade Flammrad eingesetzt, aber drück weiter Spiegel. Alter, du blödes Kackviech, ne? Es ist unfassbar, wie ich wohin genau hasse. Wehe, da stirbt jetzt irgendwas dran. Wehe. Spiegelcap noch. Okay, da scheint mir sehr Spiegelcap vernarrt zu sein. Mein Problem ist, ein Flammrad reicht halt aus, glaube ich, um mich zu besiegen. Ich danke dir, Panferno. Oh mein Gott, bless. Kein nerviger... Oh, Gott sei Dank. Hätte der jetzt Konter gedrückt, hätte Panferno potenziell sogar weg sein können. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber naja. Meine Mom wüsste es prinzipiell. Ich habe es ihr schon des Öfteren gesagt. Ich glaube, aber die glaubt mir das einfach nicht. Ist das lustig. Also, die spielt das immer so runter, obwohl ich ihr das immer sage. Und ihr auch immer so sage, ja, wenn ich sage, ich möchte jetzt meine Ruhe haben, ne, dann streame ich, nehme ich auf, als Gott, was weiß ich. Gestreamt habe ich, glaube ich, bis jetzt immer noch nicht. Ich bin gespannt, ob ich das jemals mache. Ich nehme es mir immer vor und denke mir, es wäre jetzt geil. Aber dann denke ich mir immer, du musst eigentlich so viel einstellen, dann weißt du nicht wieder, was du spielen möchtest und wie lange du durchhältst. Weil mein Problem ist auch, dass ich irgendwie... Oh, KP-Balken. Geil. Das kriegt... Oh, von dem kriege ich richtig viele P. Das Problem ist halt immer, ich denke mir dann immer so, hältst du das Spiel so lange durch? Wahrscheinlich würde ich es halt auch ganz normal durchhalten, aber... Ja, ich weiß nicht. Boah, 2536, holy shit. Das könnte glatt noch 25 auch sein, ja, Tatsache. Alter, Heitaira einfach. Bringt so viel Erfahrung. Das Problem ist, wir sind jetzt verdammt hoch gelevelt. Wo halt das Problem jetzt besteht, dass wenn wir ein Pokémon fangen, das ein bisschen schwierig werden könnte. Ja, wobei es geht. Es sollte eigentlich gehen. Ist hier noch irgendwie ein Item? Nee, okay. Oh, wir kriegen jetzt gleich eine Themen, sehr, sehr schön. Also ja, da wissen es die zwei, mein Vater weiß es nicht wirklich. Der weiß aber tatsächlich, dass ich Pokémon spiele. Pokémon Showdown. Der wollte mal wissen, wie es funktioniert. Und habe ich es ihm grob erklärt, hat natürlich nichts verstanden. Das ist so das Ding, ich würde gerne mal zu meiner Mom sagen, jo, machen wir es doch einfach mal so, wenn du mich in einem Pokémon-Match schlägst, dann, du kriegst auch ein Team von mir zusammengestellt, ein gutes, dann werde ich nie wieder, dann gehe ich nur noch an den Laptop, wenn du es mir erlaubst. Wobei das jetzt eh überflüssig ist, weil ich 18 bin und, also mit 18 hast du halt die Einstellung, nee, weißt du was, nee, jetzt nicht mehr, irgendwann ist der Punkt erreicht, wo ich mir einfach nur noch denke, nee, und ja, den hat sie sehr, sehr gut erreicht, ja. Wo ich mir denke, das entscheidest du jetzt selber. Das muss ich auch mit eigenem Ermessen. Mit 18, denke ich, kann man da auf eigenen Beinen stehen und sich denken, jetzt kannst du selber entscheiden, wie viel Zeit du da verbringst und wie viel nicht. Aber naja, das ist auch genauso wie mit dem Alkoholkonsum, Drogenkonsum, ne? Aber 18, denke ich mir halt so,
Ja, da musst du es langsam selber wissen. Davor würde ich sehr vorsichtig sein. Würde ich sehr, sehr vorsichtig sein. Weil wer weiß, was alles passiert und es geht dann alles auf die Kappe von deinen Eltern. Wenn du 18 bist, geht es auf deine Kappe, dann kannst du so viel Kacke machen, wie du möchtest. Ist ja dann auch wirklich dein Problem. Solange du nicht 18 bist, ist es nicht nur dein Problem. Also das solltet ihr vielleicht noch dabei beachten, auch weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ist die eigene Entscheidung. Ab 18, ja. Davor sehr vorsichtig sein. Weil, nee, das sollte man einfach nicht machen. Einfach nicht machen ist die klügste Entscheidung, bevor irgendwas nämlich komplett in die Hose geht. Und das, kann ich gut sagen, passiert es öfter. Man hat es schon des Öfteren gesehen. Und warum setze ich eigentlich nicht einfach das verdammte Schutz-Item ein? Was denke ich mir eigentlich dabei? Ich muss doch nur ein dummes Scheiß-Schutz einsetzen. Und schon kommt kein wildes Pokémon, was mir elendig auf die Nerven geht. Aber dafür müsste man ja denken, Donny, das ist ein bisschen schwer. Das ist schon schwer, ja, ich merk's. Das ist ein bisschen dumm und schwer, dass ich es nicht mache. So, Schutz einsetzen. Ich habe mir extra dieses Scheißschutz für diesen dummen Wald gekauft und nutze das einfach nicht. Es ist echt schlimm. Wutanfall. Ah, ist schwierig, die TM einzuschätzen. Das sind natürlich zwei Runden geile 120er Moves. Problem ist, danach kommt die Verwirrung. Aber es ist zumindest schön zu wissen, eine starke Drachenattacke in der Hinterhand zu haben. Für sowas wie Dragoran, Knackrak, wenn wir das bekommen. Nehme ich alles gerne. Krabi, okay. Für sowas ist das immer nice. Aber naja. Boah, es ist momentan 11:30, ne, in der Früh, aber ich bin immer noch so verdammt müde. Nee, komm hier. Ich bin um 9:30, glaube ich, aufgestanden. Deshalb ist der Part auch so ein bisschen mehr in die Monotonschiene rein. Und ich habe nicht wirklich so betont alles gesagt, weil ich denke mir immer, oh, du bist wach, aber irgendwie auch nicht. Es ist irgendwie so ein komisches Zwischending. Zwischen wach sein. Aber wenn du dich jetzt ins Bett legen würdest, könntest du noch 5 Stunden weiterschlafen. Und das ist kritisch. Das ist durchaus kritisch. Das ist so ein. Ah, Erzwinger ist auch richtig kacke für mich als Fähigkeit. Weil jetzt müsste ich, glaube ich, 2 AP verlieren, ne, wenn ich nicht ganz dumm bin. Aber wir haben mehr als 40 KP, ne? Ja, gut. Diese scheiß Drachenwutattacke, ne, sie kotzt mich so derbe an. Ihr dürftet das eigentlich gar nicht einsetzen. Habe ich letztes Mal schon gesagt, sage ich gerne noch einmal. Das darfst du gar nicht. Aerodactyl. Das ist okay. Das ist dann wieder durchaus okay. Gut, das heißt, wir haben den Trainer auch ganz gut überstanden. Auch wenn er ziemlich starke Pokémon hatte, muss man zugeben. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt langsam wirklich. Das ist nicht der Zwinger-Pokémon, ne? Ob ich jetzt langsam zum Top-Elixier für Kyogre greife. Der Boy, der bräuchte das nämlich. Ingrid, ja, der hat in keinster Weise gemeddert. In gar keiner Weise. Kyogre, sehr, sehr cooles Pokémon, möchte ich anmerken. Allgemein gibt es nicht wirklich ein Legi-Pokémon, das ich scheiße finde. Also, ich denke mal, immer wenn ich ein neues Legi fange, denke ich mir, es ist eigentlich schon ein sehr, sehr cooles Legi. Ich hätte auch mal richtig Bock, so ein Meloetta zu haben. Meloetta wäre echt nice, ja, doch. Ich habe auch in Ligen, ich glaube, ich habe früher mal Meloetta in der Liga benutzt, aber inzwischen benutze ich das fast nie. Ich muss das unbedingt öfters nutzen. Ich meine, es ist ein geiler U-Turner. Hat eine geile Speedbase mit 90, die man gar nicht so einfach bekommt, also. Ich denke, das muss ich unbedingt mal wieder ausprobieren. Und ich meine, es hat ja im Prinzip auch nur eine Schwäche und das ist Unlicht. Also könnte mir Meloetta schon sehr, sehr cool vorstellen. Vor allem mit Urgesang. Und einem. Boah, mir fallen gerade richtig geile Ideen. Oh, ich möchte unbedingt Meloetta draften. Holy shit. Oh, das wäre schon ziemlich cool. Ja, doch, doch, das wär's. Das wär's schon. Das wär's schon. Aber naja, muss ich mal schauen. So, und damit haben wir jetzt, glaube ich, auch endlich diesen Scheiß-Ewigwald abgeschlossen. Kannst du mich. Stimmt, du gibst mir jetzt noch den Mondstein, das finde ich ganz gut. Falls wir mal Nidorino bekommen, Nidorina, damit wir das zu King oder Queen machen können. Wobei es bei denen auch schwierig ist mit den TMs. Zum Beispiel, also beziehungsweise mit den Attacken, weil Gifthieb lernen die mir eigentlich viel zu spät. Eine TM. Oh, ein Seidenschal. Das ist tatsächlich nicht schlecht. Ich meine, wir haben Staravia mit Tackle und sowas und Ruckzuckhieb. Ich überlege gerade, lernt eigentlich Staraptor irgendwie? Ich glaube, ich habe es jetzt so eingestellt, dass man alle VMs jedem beibringen kann.
Oder? Ich bin mir da gerade unsicher. Weil dann wäre tatsächlich Stärke nicht mal eine schlechte Attacke für Staraptor, weil das halt einfach eine Base 80er Normal Attack Move ist und Risikotacke lernt das Boy. Lernt der Boy nicht von selber. Ah, naja, ich würde sagen, wir können an der Stelle den Part beenden. Ich hoffe, ich bin beim nächsten Part ein bisschen nicht mehr ganz so müde. Und dann sehen wir uns dort wieder. Bis dann und ciao.